Now I done grew up on some people living their life in bottles. When they had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So, meine Damen und Herren, willkommen zu einer kleinen Folge. Natürlich wieder Leitstellenspiel hier. Oh, beim wunderschönen Channel. Ja, wir sind beim Leitstellenspiel, denn wir haben vielleicht insbesondere kleine Sachen zu bereden, die wir zu bereden haben. Und da ich hier auch selten reingucke, dachte ich mir, jo, okay, es lohnt sich mal wieder beim Leitstellenspiel mal rein zu gucken. Alter, ist ja hier jetzt voll mit ausgelastet. Verbandseinsätze gibt es nicht so viel. Rockerkonzert, 48 Minuten Zeit. Kriege ich nicht hin, könnte vergessen. Also Kontrolle. Das wäre ein Dübeln Schmölz. Kriege ich glaube ich aber auch nicht hin. 1,23. Ja, doch, kriege ich hin. Oh, 5000. Dann können wir in das Schwarzwerk Mensch. Das kriegen wir hin. Ja, kommen wir mal kurz. Die Themen, die ich besprechen möchte, sind Projekte, die oder was hier eigentlich weitergeht, sagen wir es mal so. Denn, ja, sagen wir es mal so, was läuft denn hier weiter ab? Hier läuft langsam gar nichts mehr auf dem Kanal so ordentlich. Und das ist richtig, richtig mies. Wollen wir erstmal neue Leute noch hier nebenbei bewerben lassen. Und ihr wisst, was das heißt. Also, eigentlich ist dann die Lust wieder weg. Aber man muss schon sagen, was? Ja, also die Projekte. Es gibt sowieso viele Projekte, die bei mir nicht mehr so richtig laufen oder allgemein nur laufen, weil ich Spaß daran habe. Das Spielen allgemein ist ja sowieso, dass ich Spaß am Spiel habe und keinen weiteren riesigen Grund. Was braucht man jetzt? Krankenhaus! Wir haben doch kein Krankenhaus, aber ich glaube, das kann ich mir noch nie leisten. Nee. Und, ich weiß nicht, auf was ich genau hinaus will, bin ich ehrlich, weil gerade bin ich so... Ich weiß es nicht. Ich wollte unbedingt was aufnehmen, ich wollte unbedingt ein Leitstellenspiel wieder aufnehmen. Aber ihr merkt, wie die Ahnung ist, was ich so mache. Wir können uns doch ein Dings holen, ein Krankentransportfahrzeug. Aber ich glaube, der bringt uns auch nicht so viel. Wir müssen aber das erstmal ausbauen, wenn dann... Oh, ich klicke hier mal falsch. 10.000. Holen wir. Dann können wir uns ein Fahrzeug nicht leisten. Nehmen wir einen Krankentransportwagen oder einen Rettungswagen? Nehmen wir Krankentransport. Die Frage, hier ist sicherlich noch keiner drin, ne? Personalzuweisung ist verfügbar, dem Fahrzeug zuweisen. Dann müsste ich im Krankentransport jetzt jemand drin haben. Wir werden mal, oh Spaß, mal losschicken. Will er losfahren? Jo, er fährt los. Gut, also er ist zugewiesen. Das heißt, ab sofort können wir auch Krankentransporte soll in eine Zelle gebracht werden? Ja, komm in. Okay, ich habe aber keine Zelle frei. Komm, lass mal. Den entlassen wir und dann können wir gleich mal gucken, Polizeiwache. Ausbauen? Nee. Hier, ausbauten. Zelle. 25.000. Ja, dann können wir uns leisten. Und die Zellen geben auch im Verband frei. So, falls jemand mal voll ist, dass jemand da hinschicken kann. Genau. Ich habe ja das hier damals mit euch erstellt gehabt, das Profil. Ja, von daher hat sich auch vieles geändert. Aber nochmal zurückzukommen,
ich bin jetzt in nächster Zeit noch mal auf einen Lehrgang, wo ich extrem keine Zeit habe. Und das in Vorproduktion, was ich jetzt schaffe, schaffe ich. Und wenn ich was in den Zwischen schaffe, glaube ich auch. Außerdem bin ich jetzt sportmäßig ein bisschen dabei. Ich trinke jetzt gerade Wasser. Und ich mache nur mein süßes Zeug. Ist aber vielleicht auch gut so. Und ja, jedenfalls, es wird sich dadurch auch vielleicht in zwei Sachen ändern. Manche Leute merken das schon, mit denen ich gemeinsam aufnehme. Ach, der RTW ist noch nie da. Und noch ein RTW bringt mir nichts. Boah. Ach, sobald ich ein... Ach, scheiße. Scheiße. Sehe ich ja jetzt erst, sobald ich erst im Krankenhaus habe. Ah, ist man bescheuert. Dann muss ich eben doch nochmal ausbauen. Für 50.000 können uns dafür noch ein APW holen. Können diesen RTB jetzt den anderen zuweisen. Und der kann hier hinfahren. Hier, RTB. Los geht's. Der hat einen Sprechwunsch. Dann wollen wir mal den Sprechwunsch bearbeiten. Ja, fährt er ins Klinikum Görlitz, denn wir haben ja noch kein eigenes. Das ist natürlich ein bisschen scheinkleister. Wies. Also ich brauche ein Krankenhaus, das braucht aber 200. Und den Coins kann ich auch nicht holen, weil es brauchen wir ja auch ein bisschen mehr. Gas AG, nein. Diese mögen. Ja, lass mal so. Also eigentlich will man dieses Projekt so wunderschön nutzen, um Fragen zu beantworten, aber bei mir schreibt ihm keiner. Das ist eben eine Scheiße. Weil eine Scheiße ist es ja nicht, schade ist. Ich will mal kurz was gucken. Lagerbauwelt. So. Hier sind so viele Seen. Das ist so verrückt. Das ist die größte künstliche Seenplatte. Der hier kommt noch dazu. Cottbusser Ostsee kommt noch. Die einfach hier schon. Nee, hier. Das ist irgendwie dann eine Cottbusser Ostsee. Und hier ist Tagebau in Schwalde. Also werden Treppen eingezeichnet. Aha. Containerband. Los geht's. Endlich passiert mal wieder was. Wir werden jetzt mal was umstellen. Das dauert mir sonst zu lange. Wir können Einsatzgeschwindigkeit schnell. Passiert alle 30 Sekunden theoretischen Unfall oder passiert überhaupt was. Im Moment wird es noch gehen, wir haben noch einfache Einsätze, aber wenn dann irgendwann mal irgendwas passiert in Görlitz, wo dann 30 Fahrzeuge auf ihm hin müssen, könnte sein, dass wir ein bisschen überfordert sind. Ach, das sag ich mal, was heißt das? Warum ist das dort? Ich hatte so viele Themen, hier auch Treppen werden so angezeichnet. Nicht gewusst, kann man immer wieder lernen, auch auf Google Maps. Und wenn es nicht Google Maps, naja, es ist so ähnlich wie Google Maps. Das ist also was ähnliches, genau. So, Geld 2, Kundenwitze, Feuer, ja. So unrealistisch, stehen überall jetzt Häuser. Fünf Häuser hier. Und was das für ein Haus ist? Achso, der Sportplatz hat einen eigenen, okay. Ihnen fehlt auch noch ein Haus. Gärten ist auch ein bisschen komisch angezeichnet. Hier sollte man eine Straße lang gehen.
Es scheiße, wenn man zu wenig Fahrzeuge hat, dann kommt nicht so schnell was. Damals ist mir das alles mögliche klar eingeflattert. Was ich noch sagen kann, ich weiß nicht, Weihnachtsspeziale weiß ich nicht, ob ich was mache, genauso wie mein Jahresendvideo, ob ich da was mache dieses Jahr. Könnte sein, dass da dieses Jahr nichts kommt, hier auch ein Kreuz. Aber manche Sachen kapiere ich überhaupt nicht. Okay, hier ist eine Ampel. Okay, Ampel, ja okay, das kann man vielleicht noch kapieren. Ja, Musik versuche ich auch wieder nebenbei wieder reinzumachen. Aber ich zumindest beim Aus. Vielleicht bei World of Tanks oder sowas, ob ich da die Musik reinnehme, weiß ich glaube ich eher nicht. Denke ich auch mal eher nicht. Die Straße wird auch neu gemacht. Gerade eben. Wo man da nicht hochfahren darf angeblich. Wird es neu gemacht. Finde ich ziemlich nett. Finde ich richtig gut. Ja, denk mal. Keine Ahnung, wo das ist. Oh, brennender PKW. Komme ich da alleine mit einem Fahrzeug hin? Ja. Da kann doch so viel draus passieren. Ich würde mal sagen, zur Sicherheit schicken wir noch einen hin. Wir schicken nur zur Sicherheit noch einen hin. Weil, ja, wir haben gerade sehen können. Alarmliste, Hilfe zum Einsatz. Ausbreitung Garagenbrand, Flächenbrand, Bomber 2. Oh, hier sehen wir alle, was alles passieren kann. Mülleimerbrand, Bushaltestelle. Aber wir können bis das hier alles bekommen. Hier, hier wird es ein bisschen schwieriger. Brand im Supermarkt, hier kann vieles passieren. Bei einer Güterwaggon bei 10 Feuerwehren, da können wir mal gucken. Rüstwagen 2, Löschfahrzeuge 4, Drehleiter. Also hier ist ein Haufen Zeug, was dazu kommt. Ich kann mal gucken, 11 Feuerwehren und alles. Wenn man das eine Weile spielt und dann weiß ich nie, wie hoch ist. Zwei Großfeuer im Brand, Wald. Also Bomb auf PKW. Also ja. Ich brauche glaube ich nicht sagen, wir haben sogar noch mit THW, dass hier ein THW vorbeikommen muss beim Gefahrengut. Achso, das sind die Sachen, die so passieren können. Also ihr seht, das kann noch Wasserrettung. Irgendwo ist auch Flugzeugbrand, da wo man die Flugzeugfeuerwehr. Also man kann hier noch einiges haben. Oh. Ja, das habe ich verstanden. Und der hat einen Sprechwunsch. Ja, dann schickt man den nach Klinikum Görlitz. Die haben noch 19 freie Betten. Wir brauchen jetzt einen Haufen Geld hier. Ich werde dann noch. Ich werde jetzt Wohnung nehmen, muss ich noch aufräumen. Dann werde ich jetzt hier weiter spielen, damit wir irgendwann mal auch mehr haben. Vielleicht noch mehr Feuerwehren. Also zwei. Ab der dritten passiert ja ein bisschen mehr. Ich weiß bloß nicht. Wo noch in Hagenwerder ist noch eine freiwillige, Weinhöhe ist noch eine freiwillige, ist hier? Das weiß ich noch. Oder ich hole zuerst das Krankending, das Krankenhaus. Ne, dann würde ich sagen, hole ich das die Feuerwehr, dann passiert mehr, dann kann ich irgendwann mal schnell einen Krankenhaus holen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Leute, ich würde mal sagen, wenn euch trotzdem der ganze Part gefallen hat, obwohl es eigentlich bloß ein sinnloser Part heute war zum Reinschnuppern, dann lasst mal Daumen trotzdem mal nach oben da. Wenn nicht, einen Daumen nach unten, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Unser Löff ist wieder einsatzbereit. Gucken wir mal, wo er gleich hin möchte. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mensi. Ciao, ciao.